Mal gucken, wie das Game ist. Die Thief Inc. Wir sind mal kurz geguckt. Dalu wird uns mehr erklären, wie das jetzt geht, weil ich habe keinen Plan. Ich habe es grob verstanden. 4 Teams, a 3 Leute und die wollen, dein Team will einen Schatz holen und mit dem Schatz geht's ja dann super gut. Klar, keine Ahnung, dann gewinnst du. Ja, okay, also das ist jetzt hier Reizüberflutung, jetzt hier ganz schön viel, ne? Okay, also in Kurzform. Die Agenten, die ihr auswählt, haben jeweils eine andere Waffe. Die kannst du auch in der Runde selber nicht wechseln. Du hast halt eine Waffe, einer Sniper, einer Pistole, whatever, ist ja kackegal. Dein Charakter hat eine passive Fähigkeit, die ist auch unique an den Char gebunden. Und ja, Gadgets könnt ihr noch nicht austauschen. Da habt ihr gerade wahrscheinlich ein Bouncepad, was total nutzlos ist. Das nutzt ihr eh nicht. Und ein Fernglas. Wenn wir jetzt gleich in die Runde reingehen, dann... Also ihr könnt jetzt schon mal hier euren Char auswählen. Könnt ihr hochkommen. Also A6 hier. Diese Dinger, wo so eine 3 und so ein Blatt Papier zu sehen ist, die gibt's überall. Das sind auch andere. Das sind nicht nur PCs oder so. Ne? Das sind auch Sachen, die rumliegen. Das sind sozusagen Skillpunkte. Du kannst gleichzeitig maximal 10 haben. Also nimm dir die Skillpunkte. Um einen Tresor zu öffnen, dadurch kriegst du einen Perk, brauchst du bei einem grauen Tresor brauchst du 1, bei einem grünen 2, bei einem blauen 3 und so weiter. Und ja. Türen öffnest du auch mit diesen Punkten. Diese Währung musst du sozusagen immer sammeln, weißt du? Ja. Und es gibt 3 Schalter, die du ziehen musst, um zum Haupttresor zu kommen. Die sind auch immer hinter verschlossenen Türen sozusagen und brauchst halt auch deine Punkte für. Wenn du aber was lootest, wie zum Beispiel so ein Tresor, dann geht der visuell auf. Du willst aber natürlich so lange wie möglich an der Cover bleiben. Das heißt, du solltest schon so ein bisschen darauf achten, dass du dabei nicht gesehen wirst. Also wir sind gleich auch die ganze Zeit verkleidet. Erstmal. Das heißt, nicht einfach rumballern. Denn wenn ihr rumballert, seid ihr nicht mehr verkleidet. Wachen schießen auf euch und Gegner sehen euch halt, ne? Ich hab gar nichts verstanden, aber let's go. Ja, pass auf, wir gehen jetzt rein. Wir gehen jetzt easy rein. Wir sind jetzt gleich alle relativ nah beieinander. Hier ist die Gang und die Gegner. Ich hätte das Tutorial spielen müssen. Nein, rebuttet, häng einfach mal an. Ja, so ein bisschen Feeling wenigstens kriegen für Fähigkeiten. Was sind die Knöpfe überhaupt, weißt du? Ja, das verstehe ich, aber wenn man das jetzt. So, pass auf, jetzt verwandeln wir uns erstmal in NPC. Ich bin ein NPC. Oh, ich sehe schön aus. Zack. Wow. So, die anderen sind auch irgendwo auf dieser Map als NPC. Wenn ihr euch umdreht, euer Char guckt immer in die Richtung, hab F gedrückt, in die ihr lauft. Das heißt, ihr könnt euch ruhig drehen, das fällt für die Gegner nicht auf. Hä, warte mal, wie meinst du jetzt? Wenn du W drückst und du drehst dich aber dabei, also in die Richtung, in die dein Charakter sich fortbewegt, guckt er auch für die Gegner. Okay, also kann man... Wenn du rückwärts mit S läufst, guckst du trotzdem verstehe ich. Nach vorne, ja. Das ist gut zu know. Ja. So, und jetzt geht es erstmal darum, die Skillpunkte zu sammeln. Ihr seht hier A, B, C und D. Da sind diese Tresorräume hinter mit den Schaltern. Wenn ihr hier einen NPC seht, grüne NPCs sind Mitarbeiter. Da kommt ihr in Mitarbeiterräume rein, ansonsten dürft ihr nicht rein. Hier zum Beispiel ist ein Mitarbeiterraum. Wenn du als normaler NPC da reingehst, dann schlägt's Alarm. Aber als Mitarbeiter und alles, was dem drüber gestellt ist, darfst du aber da rein. Mhm. Die blauen Leute, die dickeren, das sind Wachen. Damit kommst du halt in Wachräume und in Mitarbeiterräume, weil eine Wache ein Mitarbeiter übergestellt ist. Und die Wachräume, da kommst du dann halt auch mit rein, ohne dass Alarm schlägt. NPCs rennen auch manchmal, die machen das auch manchmal random, um einfach, damit es nicht sofort auffällt, wenn wir rennen. Ansonsten, NPCs rennen vor Schüssen weg, Wachen rennen zu Schüssen hin. Oh, ich habe jetzt meine Waffe in der Hand, hatte ich das die ganze Zeit schon, ja, oder? Die Waffe hast du eigentlich in meiner Hand, genau. Hier, ich verwandle mich meine Mitarbeiter, du kannst das auch machen, theoretisch. Jetzt können wir theoretisch schon mal in grüne Räume rein, ohne dass wir auffallen. Und brauchst immer die Farbe für den Räumen. Genau, also kriegst du das auch relativ schnell raus. Das ist ein Tresor, was bringt der mir jetzt hier? Tarnungsbeschleuniger. Genau, das ist ein Weiß. Du hast unten deine Perk-Liste. Das ist ein Weißes, ein Grünes, ein Blaues, ein Lilanes und ein Legendäres. Und ein Weißes Tresor. Ich bin angeschossen. Ich bin tot. Perfekt. Dann war jemand hinter dir und hat gesehen, dass dieser Tresor aufging, weißt du? Was ist, wenn du jemanden tötest, der nicht der ein NPC ist? Dann bist du erstmal eine ganze Zeit, nee, du bist aber aufgedeckt und die Leute hören die Schüsse. Ich kann dich gleich aufheben. Du darfst aber nur einmal down gehen pro Runde, weil sonst bist du tot. Und wir dürfen halt per se erstmal nicht wipen. Also ich lasse dich da mal kurz liegen und chillen ein bisschen. Da kommt ein Mitarbeiter raus und ich glaube, da war gerade kein anderer drinne. Es gießt ja da die Pflanzen auf unauffällig. Ja, guck mal, der hinter mir auch, weißt du? Es könnte sein, dass die dich halt campen, dass sie wollen, dass ich dich aufhebe. Weil 2 Leute sind hier noch drinne. Und die eine geht auch nicht raus, die hier links neben mir.
Ja, aber die steht da ziemlich AFK rum. Also das war schon sehr haftes, sehr Bot-Verhalten. Ja, ist doch der Trick, oder? Ja, eine macht ein NPC eine Schublade auf? Weiß ich nicht. Oh fuck, das weiß ich auch nicht. Das ist interessant, okay, ist interessant, das Prinzip jetzt. Die steht doch manchmal so NPC-haft rum. Er hat eine Schublade aufgemacht und ich weiß nicht, ob das der... Riskier's mal. Das ist ein Gegner, das war einer. Tot. Den haben wir, Vorsicht. Nee, oh, noch zwei. Noch zwei. Ich bin sofort dann wieder. Meine Sense ist auch übel Arsch eingestellt. Einer von denen, Arsix, komm so schnell rein, du musst rennen. Komm, ich komme. Arsix, du bist der Letzte, aber hast du verstanden? So vom Prinzip, das haben wir nicht. Ja, aber das müssen wir. Tutorial wäre wirklich smart gewesen, ja, schade. Die heben gerade auf, wie wir es machen. Arsix macht chillig. Die heben auf. Operation Diamond Spire. Aber die Idee von dem Spiel finde ich sehr, sehr gut. So. Jetzt kannst du ja mal Q drücken und wir sagen einfach mal, wir wollen A. Als Main-Target machen, dann kannst du dir, glaube ich... C ist über uns, ne? Ja, C. Ganz close. Und ich glaube, wenn du das anklickst, dann siehst du, wenn du dich umdrehst, hast du dann so Wegpunkte. Das ist der kürzeste Weg dahin. Jetzt check ich, ja. Und diese Dinger willst du auch immer hacken und mitnehmen, diese... was auch immer das ist. Genau, du brauchst also 10 Punkte kannst du maximal gleichzeitig haben und um manche Türen zu öffnen, brauchst du halt Punkte, kommst nicht drum rum. Und die Tresore, die ja deine Perks machen... Die musst du ja auch aufmachen. Also, ja. Da hinten wird geschossen. Ich frag mich, ob man sieht, wie genau das aussieht, wenn man hackt, wenn man sich was holt. Ob die anderen, wie die das sehen. Nee, wenn du was Normales hackst, stehst du einfach nur da. Aber diese Tresore gehen halt visuell auf. Und Schubladen gehen halt visuell auf, so weißt du? Das macht nur ein... Ich glaube, das macht nur... Das müssen wir halt herausfinden, ja, weil genau. Du glaubst. Also ich glaube, weil Schubladen habe ich noch keine NPCs auch mal sehen. Der eine, als wir in dem Raum waren, hat halt ja vor mir die Schublade aufgemacht. Da war ich mir nicht sicher, aber ich denke, das war ein Spieler. Gehen wir zu A oder was? C habe ich jetzt mal markiert. Ach aber so, wie gesagt, erstmal Punkte einsammeln, ne? Die Türen aufmachen oben, kostet auch echt viele Punkte. Vielleicht schon mal eine Wache als Tarnung bekommen. Wache ist per se immer ganz gut. Hier ist zum Beispiel eine, ich werde die mal holen. Ja, man muss mal also in der Praxis sehen, was verdächtiges Verhalten ist. Also das muss man erstmal ein bisschen playen. Ja, ja, manche NPCs machen aber auch einfach so wirklich random verdächtiges Verhalten. Also der kann auch einfach mal irgendwann mal ein NPC rumlaufen. Oh, geh nach vor dir. Ja. Treffer. Treffer. Triple Treffer. Ist er hin? Dead. Oh, ich hab so gutes Aim. Ja, bist du dead. Starkes Ding. Jetzt kurz out of vision von allen bleiben, damit wir uns wieder tarnen. Und denk an HP, fühlst du halt, also ich hab erstmal so HP verloren. Ja, wo ist er down? Wenn du die Treppen runtergehst, genau wo ich bin jetzt. Genau wo ich stehe. Ja. Ich werde angeschossen, ich bin tot. Wer war das? Also mir in den Rücken. Ich hab's nicht gesehen. Schade, ich hab ihn auch nicht gesehen. Er ist da. Soll ich den abknallen? Straight up? Wenn du Vorteil hast, ja. Jetzt. Oh, ich bin auch tot. Das sind zwei. Mein Gott, sind zwei. Oh, jetzt treff ich gar nichts mehr, Digga. Warum ist die Maus so schnell, wenn man anzoomt? Oh, ja, okay, ja. Das musst du auch nochmal ausschalten. Du musst dich vielleicht fahren und abhauen erstmal, weil die sind jetzt wahrscheinlich wieder zu dritt. Denn einmal wipen wäre immer das Schlimmste. So. Also lieber dann den Fight dodgen. Ich habe hier keine Muni mehr. Schade, voll, kacke, nicht gesehen. Kannst du noch weiter? Ja, da ist eine Wache. Renn vielleicht weiter. Renn weiter, schalt auf die Wache. Lieber Meter machen. Ich guck hinter dich. Verfolgt dich immer noch. Mehr so auf Hüfte schießen. Auf Hüfte. Du musst weiter. Die verfolgt dich immer noch. Also der hinter dir close ist eine Wache, aber... Jetzt vielleicht kannst du eins dieser Büro-Dinger nehmen. Ja, du bist gerade per se erstmal safe. Ich weiß halt nicht, wann er kommt. Wie lange noch bis zur Tarnung? Okay. Eiser vor dir. Ja, schön provokant entgegenlauf. Der andere, der da parallel mitläuft, der warte, nicht, misch dich nicht mit ein, die macht. Ich habe hier keine Munition, null. Okay. Munition, wie sehe ich die denn? Oder Waffen, wie du die gesehen hast, die habe ich gar nicht gesehen. Munition sind diese kleinen Boxen, können wir uns gegenseitig pingen. Es gibt auch Munitionsautomaten, wenn du Q drückst. Ach, da seid ihr. Die werden immer noch campen. Sehe ich die, wenn ich Q drücke, sieht mich keiner, ne? Ja, genau. Ja. Da, an unserer Leiche ist ein Gegner. Ja, ich seh's. Ja, ja. Ich muss irgendwo... Wie viel Zeit habe ich?
Unendlich. Also du unendlich, solltest okay. auch wirklich auf Zeit gerade gehen. Ja gut, dann Munition sollte ich finden. Das wäre echt wichtig. Also hier zum Beispiel ist auch Heal drin hinter dir. Diese Kuchen auf dem Tresen. Das ist auch immer mal schnabulieren. Kann ich nicht nehmen. Du bist aber nicht voll bei mir. Ich bin auch nicht voll, aber ich kann es nicht nehmen. Dann hat die vielleicht schon wer genommen. Getarnt. Und Mitarbeiter. Ja, da ist zwar noch voll Plätzchen und sowas, aber... Das ist eine grüne Keycard. Damit sparst du dir ein paar Punkte. Da hinter dir sind Plätzchen, die leuchten auch. Auf dem Balkon draußen. Ja. Die da. Und da ist auch Munition neben links. Voll die FPS-Einbrüche. Wahnsinn. Krass. Also Performance läuft noch nicht so stark, das Game. Habe ich keine Probleme mit. Ja doch, es läuft meiste Zeit gut, aber wenn Action geht, wenn ein Geballer ist, dann droppt die. Und ich habe einen Mörder-PC. Man kann nicht dauerhaft rennen, ne? Also, mach ich nicht. Rennen fällt halt auch auf. Einer von denen, guck mal, da sitzt einer. Unauffällig. Sehr gut. Es gibt manchmal Interaktionsmöglichkeiten. Oder hast du gesehen? Ja, schon. Kann ich das auch machen? Das ist einfach ducken, ja. Aber ich glaube, Mitarbeiter... Oh mein Gott, was geht hier ab? Einige Tote hier. Der eine, da ist ein toter Spieler bei. Der da. Da sind zu viele Wachen. Das sind da von den Wachen... Ja, genau, habe ich mir gedacht. Das ist auch die dich gerade gechased hat. Ja, beide. Ich glaube, du hättest rennen müssen, weil da geschossen wurde. Ja, was? Vielleicht, weil. Ja, da wurde geschossen und du bist als Spiel nicht weggerannt, weißt du? Okay. Manche rennen ja weg, wenn geschossen wird. Die verfolgen dich wieder. Ja, guter Move. Oh. Das ist sauber. Schaffst du noch? Schaffst du. Gib ihm! Hättest da rausspringen können. Ja, Jumphead Gaming. Da hat es sich gelohnt. Ich weiß halt nicht, wie Sturzschaden in dem Game ist. Oh, das ist. Ach, schade. Nee, Sturzschaden hast du, glaube ich, gar nicht bekommen, oder? Nee, wegen dem Jumphead habe ich es nicht bekommen, dachte ich. Weißt du? Ich dachte, ich glaube, aber gibt es auch generell keins? Glaube nicht, nein.